So, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, wir müssen uns nochmal so ein bisschen durch die Tunnelanlagen hier auf Taris kämpfen. Ah, es passt. Fahrstuhl ist idealerweise genau dann da, wenn man brauchen. So. Müssen wir nämlich tatsächlich auf die andere Seite der Tunnelanlage auch nochmal. Ich hoffe mal, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen die Nebenquest finden. Haben wir hier nochmal eine Bonus-Quest gekriegt gehabt? Mal tatsächlich mal gucken, wo wir die finden. Oh. Achso, das ist was anderes. Okay. Gut, das heißt, wir werden den letzten Teil der Bonus-Quest erstmal nochmal machen. Ach, Mist. Jemand muss hier mal sauber machen. Haben wir sie erlöst sozusagen gerade, ne? So. Muss man aber auch staunen, dass einige sofort mutieren und andere anscheinend so ein bisschen hybrid bleiben, ne? Ist ein bisschen beunruhigend irgendwo. Oh, come on. Kann doch unmöglich so einen riesen Aggro-Range haben. Keine Herausforderung für mich. Ich fühle mich diskriminiert. So, das nehmen wir mal noch mit. Gehen wir hier mal rein. So, dann machen wir die Quest hier drinnen nämlich als erstes auch nochmal fertig. Wie gesagt, ist zwar mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger, es ist eine Bonus-Quest, aber die machen wir ruhig mal mit. Keine Herausforderung für mich. Glaube ich das? Wieder hatte ich einen kleinen Viecher hier. Widerlich, widerlich. Ironischerweise, der eine oder andere, der vielleicht schon bei unserer Live-Let's Play-Seasons dabei war, wird sich erinnern, dass wir in der Region damals relativ, naja, sagen wir mal, schwerwiegende Serverprobleme hatten. Da hat man an dem einen Abend, zwar auch an dieser Stelle hier waren, tatsächlich ziemliche Server-Latenz-Schwierigkeiten. So, ach du Gott, das habe ich nicht befürchtet. Das habe ich befürchtet. So. Ganz schön riesiger, ekelhafter Drecksack. Jemand muss hier mal sauber machen. Das war definitiv kein normaler Rakul. So, lass mich raten, das brauchen wir jetzt bloß noch irgendwo beim Missionsterminal abgeben. Ah ja, gut. Portmittel können wir hier nicht nehmen, okay. Aber Machtsport können wir hier wenigstens nutzen. Mal ein klein wenig schneller hier wieder rauskommen. So. Tatsächlich mal schauen. Ja. Gucken wir mal. Sind aber auch immer verwinkelte Gänge hier, ne? Die direkt darauf aufpassen, dass man sich hier nicht kopflos verläuft. So. Sehr schön. Aber zumindest schon mal wieder beim Ausgangspunkt. So, als nächstes müssen wir natürlich wieder komplett den Weg zurück. Das ist natürlich ein bisschen. Den werden wir mal mit umhauen.
Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch mal ein paar blaue Items kriegen. Hm. Sehen aber auch teilweise gastisch aus. Naja. In dem Fall sind es leider bloß Credits. So. Möchte man sich tatsächlich gar nicht reinversetzen, ne? In die Vorstellung, dass man von einem Rakul infiziert wird und sich dann quasi so auch dazu verwandelt. Jemand muss hier mal sauber machen. Muss ganz schön heftig sein. Das ist zu einfach. Weil man mutiert ja bei Bewusstsein. Es ist ja nicht so, dass man ähnlich bei einem Zombie-Virus, dass man erst tot ist, nachdem man mutiert. Oder bevor, besser gesagt. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass man das bei vollem Bewusstsein wahrscheinlich mitkriegt. Keine Herausforderung für mich. Schon ein bisschen strange irgendwie. So, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Richtung. Weiter geradeaus und dann sind wir fast da. Könnte man rein theoretisch überlegen, das werden wir wahrscheinlich auch machen. Dass wir auf dem Rückweg dann uns raus teleportieren. Jemand muss hier mal sauber machen. Loot kriegen wir keinen, das ist natürlich nicht so cool. Da haben wir schon an, um Belohnung beschissen hier, ne? Mal wieder. So. Ach du Gott. Dann schnappen wir uns mal die, die Gruppe hier. Das sind nur normale Mobs. Das ist zu einfach. Oh, wollte gerade sagen, jetzt, wenn wir jetzt schon wieder bei der Mobgruppe kein Loot gekriegt hätten, wäre ich aber böse geworden. Man will ja wenigstens, auch wenn es nur Crap ist, aber man will ja wenigstens irgendwas als Belohnung kriegen. So. Hm. Scheint, wir brauchen ihn gar nicht töten. So, wollen wir das mal noch abbauen? Hatte ich will ja eigentlich nicht unbedingt allzu viel umhauen müssen. Nur die, die wir wirklich brauchen. Ernsthaft? Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt, muss ich sagen. Keine Herausforderung für mich. Ja. Oh, wir haben mal ein neues Sichtschwert gekriegt. Wir haben mal ein neues Lichtschwert bekommen, sehr schön. Ist allgemein sogar in fast in allem besser. Grüne Lichtschwertfarbe, auch nicht so schlecht. Ah. Tatsächlich kurios, dass man hier mal wieder andere Farben außer Gold bekommt. Weiß es sicher bereits, doch Taris wurde angegriffen. Die Ober- und Unterstadt wurden zerstört. Wir haben das gelobte Land gefunden, doch wir können nirgendwohin zurückkehren. Wenn wir nur früher hergekommen wären. Das gelobte Land ist die allererste Siedlung auf Taris. Sie war vor der direkten Bombardierung geschützt. Doch die Erschütterungen haben jedes Gebäude und jeden Generator zerstört, die noch übrig waren. Wir müssen von vorn anfangen. Aber wenigstens haben wir überlebt. Die Rakgule zehren noch immer von den Toten. Doch wenn kein Fleisch mehr übrig ist, werden sie anfangen zu jagen. Das ist natürlich ganz schön eklig, ne? So. Ja. Das ist immer so ein bisschen krass, das Schicksal von Taris. Es wäre halt mal geil, wenn es mal so eine Serie irgendwie über Taris geben würde, ne? Star Wars Fernsehserie über das Schicksal von Taris. Es ist ja in relativ vielen Star Wars Spielen tatsächlich auch Thematik gewesen, so ein bisschen Taris und die Geschichte. Das wäre halt schon ziemlich cool. Das Gute ist halt,
Man könnte die Story tatsächlich auch so ein bisschen außerhalb der Jedi-Thematik machen. Man könnte rein theoretisch es auch ganz normal über republikanische Truppen machen, so ein bisschen ähnlich wie Starship Troopers, ne? Das wäre halt so ein bisschen der Punkt. Wir trauern heute um Rokil, der uns aus der Unterstadt in das gelobte Land geführt hat. Wir haben Späher überall auf Taris, um nach weiteren Überlebenden zu suchen. Sie haben uns verbannt und uns ihre Türen versperrt. Doch nun begraben wir unsere Toten in der Asche ihrer Hochhäuser. Wie Rokil uns sagte, ist es kein leichtes Leben. Unsere Kinder werden in einer Welt mit Speeren und Bögen aufwachsen, nicht mit Blastern und Raumschiffen. Es ist meine Bürde, unsere Erinnerungen zu erhalten. Einst waren wir Verstoßene. Einst waren wir die Gelobten. Jetzt sind wir Taris. Hm. Tja, das ist natürlich die Frage, was ist aus denen geworden? Ich hoffe ja mal, dass wir das gleich nochmal erfahren werden. Denn Fakt ist eins, die Rakkule werden sich ja weiter ausgebreitet haben. Wie sie eben schon sagten, ne, sobald die Beute nicht mehr da ist, werden sich auch die Rakkule auf die Jagd begeben. Das bedeutet dann natürlich ein bisschen da, ich möchte mal stark behaupten, dass die sich mit Pfeil und Bogen nicht so wirklich verteidigen konnten. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass man sich gegen Rakkule mit Pfeil und Bogen und mit Speeren bewaffnet verteidigen kann. Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn die Rakkule, die wir hier die ganze Zeit gekillt haben, wenn das schon die ehemaligen Bewohner waren, ne? Dass die alle mutiert sind. Wäre tatsächlich gar nicht mal abwegig. Und bleibt unten! Jemand muss hier mal sauber machen. Das würde mich jetzt gar nicht überraschen, muss ich gestehen. So. Schnappen wir uns mal schön dezent. Schöner leuchtender weißer Kristall. Hm? Ist aber auch alles dermaßen überlaufen hier von Rakkulen. Oh. Ja, was haben wir denn hier? Es scheint, wir haben ein bisschen herausgefunden, was mit den Leuten hier anscheinend passiert ist, ne? Oh. Oh. Interessant. Ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Oh. Hier auf jeden Fall erstmal nicht schalten. Das Protokoll werden wir uns tatsächlich mal mitnehmen. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon tatsächlich schon habe. Keine Herausforderung für mich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Raku-Schelle immer dann kommt, bevor die fast draufgehen. Herrschung, Ausdauer. Minimal besser, aber. So, müssen wir tatsächlich mal gucken, wie wir da hinkommen. So. Ah, okay. Scheint einfach zu sein, als ich dachte, da hinzukommen. Das ist zu einfach. So. Ist ein bisschen Gespringe, aber. Tatsächlich um einiges einfacher. Wow. So. Aber tatsächlich im Großen und Ganzen um einiges einfacher dahin zu kommen anscheinend als bei anderen Gebieten. So. Ja gut.
Müsste ein Stärke-Datacron sein, wenn ich das richtig sehe, ne? Keinen Zugriff mehr, habe ich das doch schon mal eingesammelt? Echt jetzt? Könnte ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass ich das schon mal eingesammelt habe, aber gut. Dann ist es so. Hab da gleich nochmal die Position von dem Datacron bekommen, ne? Oh, Wissensobjekt. So, dann gucken wir mal, was die Schicksal war. In der Unterstadt erreichten sie das nur, indem sie uns infizierten. Ha, wusstest du. Werden es jeden Tag mehr. Wir verlieren Leute an sie. Jedes Jahr ein paar. Aber nur als Nahrung. Das Serum, das der Oberwäldler brachte, war wirksam. Wir werden nicht krank. Doch nun ist das Serum aufgebraucht. Vier Kinder wurden geboren, die nicht immunisiert werden konnten. Oh. Alles Jungen. Wir werden sie nicht für immer beschützen können. Wir brauchen unsere volle Stärke, um den Stamm zu verteidigen. Vielleicht wurde die Immunität vererbt. Vielleicht müssen wir uns nicht sorgen, dass ein Biss oder Kratzer unsere Kinder gegen uns wenden wird. Vielleicht muss ich keine Angst um einen Sohn haben. Sieht mir nicht danach aus, ne? Scheint leider nicht so funktioniert zu haben, wie mir scheint. Das ist jetzt nicht ihr scheiß Ernst. Das ist jetzt nicht ihr scheiß Ernst. Oh. Man läuft den ganzen Weg bis hierher, um dann wieder komplett zurück zu müssen, ne? Boah, das ist gerade mad. Das ist aber gerade mad, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen ekelhaft gerade. Hätte man das gewusst, hätte man sich gleich den letzten Stein, Kreis oder was das darstellen soll, gekrallt und gut wäre es gewesen. Hätte man sich das hier alles sparen können. Mobs sind natürlich auch wieder alle da, war ja klar. Keine Herausforderung für mich. Das ist zu einfach. Ist natürlich alles schon wieder respawned, weil wir so lange gebraucht haben. Das ein bisschen belastend gerade. Jetzt sind natürlich sämtliche Mobgruppen schon wieder da. Naja, müssen wir positiv sehen, ne? Aktuell können wir noch vernünftig leveln. Momentan sind wir sowieso in dem Bereich gerade, wo die Quests aktuell sowieso werden. Dann wollen wir mal. Keine Herausforderung für mich. Ja, es scheint immer bei einem bestimmten Prozentsatz an Lebenspunkten zu sein. Wenn der einen umwirft und stunt. Auch mal interessant zu wissen. Ich dachte immer, die Folgen irgendeiner bestimmten Abfolge von Angriffen, aber anscheinend scheint es davon abhängig zu sein, wie viele Lebenspunkte die noch haben. Jetzt zerlegen wir mal so die altherkömmliche Weise. Also können wir wahrscheinlich tatsächlich davon ausgehen, dass ein Großteil oder, naja, was heißt ein Großteil, aber zumindest ein Teil der Rakul in den Untergrundbereichen hier die ehemaligen Bewohner des alten Tares sind, ne? Dann natürlich ziemlich traurig. Haben sie es quasi nicht geschafft, sich zu retten. So. Ich wäre tatsächlich sehr dankbar, wenn wir die nicht extra noch pullen müssen. Schön. Das ist doch nicht ihr Ernst.
mal sauber machen. Kein Loot, ernsthaft? Unverschämtheit. Wir haben für unsere Arbeit schon nicht mal mehr belohnt. Unehre, sowas von Unehre. So. Wir werden mal die eine oder andere Mobgruppe hier noch auseinandernehmen und dann werden wir uns mal schon mal dezent so ein bisschen aufs Folgenpolster vorbereiten, ne? Denn wir sind schon wieder bei 20 Minuten, sehe ich gerade. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen klar, es sind nur 5 Minuten Unterschied zu den ehemaligen 25 Minuten Folgenlänge, aber sollte man nicht unterschätzen, was das an Folgeninhalt immer ausmacht. Seit momentan haben wir relativ viele Laufwege. So. Das ist mal so ein bisschen das. Der kleine Nachteil. So kann man es, denke ich, mal schon mal formulieren. Keine Herausforderung für mich. Ja. So, sehr schön. Wie weit haben wir es noch? Ah, wir sind schon. Wir sind schon richtig, scheint mir. So, gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen Slalom laufen können. So, wollte ich mal sagen, wir machen an der Stelle nochmal ein Folgenpöstchen. Mache ich euch mal so einen kleinen Cliffhanger, ne? Was wir in der nächsten Folge erwarten. Nämlich, werden wir uns mal so ein bisschen angucken, was das Schicksal der ehemaligen Bewohner oder Überlebenden, besser gesagt, von Taris ist. Und ja, danach dürfen wir wieder an die Oberfläche, werden da noch die Quest machen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie die weitere Story auf dem Planeten weitergeht. Aber wenn euch das Video gefallen hat, was ich tierisch hoffe, gerne ein Däumchen da lassen. Wenn ihr mögt, auch ein Abo, ne? Dann verpasst ihr keinen Content mehr. Und könnt mich gleichzeitig kostenlos ein bisschen unterstützen für meine Arbeit hier auf dem Kanal. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.